Hallo, da ist wieder euer Herbie. Und der Herbie, der ist total überrascht. Der ist gerade hier wach geworden und schaut mal, was hier sitzt. Ja, schaut mal, der ist sogar Level 11. Das ist ein Papagei für einen Herbie. Ja, der hat 300, hat Herbie einen Papagei gezähmt. Oh, das ist voll lieb. Oh, jetzt ist der Herbie. Jetzt weiß ich nicht. Ist der Herbie durcheinander, weil er nicht weiß, was er für einen schönen Namen ihm geben soll. Aber für Herbie klingt auch schön. Den will er gar nicht mehr umnennen. Was bist denn du für ein Weibischer? Und du bist so schön blau. Ja. Ja, was macht man denn da? Erstmal muss der Herbie dem 300er verdanken. Das ist das Erste. Oh, wie schön. Ja, der Herbie, der muss ganz kurz überlegen. Oh, hat er jetzt mit dem... Hast du jetzt mit dem Herbie gesprochen? Was nochmal? Oh, das ist ja schon wieder ganz süß. Ja. Erleben ist schon ganz gut. Leicht, Na komm schon, ich weiß nicht, hilft das was? Ja. Jetzt bist du schon Level 25, na Halleluja. Ja, der Herbie, der hat noch King. Der ist so geplättet, Leute. Der Herbie ist noch, der ist ganz durcheinander jetzt. So voller Freude, wisst ihr das? Kennt ihr das, wenn er vor Freude keinen klaren Gedanken mehr fassen könnt? Ja, der Herbie, der ist, ja, wisst ihr? Wir gehen erstmal. Oh Mann! Also, gestern hatte ich noch ganz viele Namen. Heute fallen die mir alle nicht mehr ein. Der Herbie, der ist ja einfach durch den Wind jetzt. Vor Freude! Wer hätte das gedacht? Ja, ja, weißt du, du heißt jetzt noch so lange für Herbie, bis ein Herbie einen ganz passenden Name für dich einfällt, okay? Wenn du auf meiner Schulter sitzt, sind wir resistent, hä? Gegen das Wetter wahrscheinlich. Dankeschön. Ich habe mich voll gefreut. Ein Bild knipsen in der Sonne. Ne? Also, K-Ansicht. Oh, schaut mal. Robi hat jetzt auch ein 300, war so nett. Und hat dem Robi einen schönen Papageien geschenkt. Guckt mal. Da gibt es verschiedene Ankerpunkte. Okay, weil ich dachte, diese Ausschnitte sind immer dafür da, dass da der Mast gesetzt wird. Nein. Nee. Okay, gut. Da kannst du Leitern und so, Treppen, was weiß ich. Ah ja, okay, na dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, ich hätte jetzt irgendwie hier einen Knick in der Optik. Und du darfst auch nicht Herbie Brick als Vorbild nehmen. Du kannst noch einen Mast mehr machen. Ich würde also mindestens 3 Speed-Segel setzen und dann noch mal einen Navigationssegel. Ah ja, okay. Herbie hat zum Beispiel ja nur einen, ich glaube, einen Speed-Mast. Ich würde den hinten einen Speed-Mast hinmachen, dann kannst du besser gucken. Bei Herbie ist es so, dann, wenn du die Segel drehst, dann hast du das immer vorm Gesicht. Also so würde ich es nicht machen. Ja, Herbie hat alles falsch gemacht. Also bei mir ist das schlechte Beispiel, ja. Das können wir auch ändern noch. Das ist das Schiff, was wir dann verschenken können, ja. Nee, was wir vorausschicken. Oder so, genau. Beim ersten Mal, hör mal, da kann man auch Fehler machen. Das ist nun mal so, das bleibt ja nicht aus, ne? Ja, da macht der Herbie ständig Fehler. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Ja, das war mir noch ein Bedürfnis gestern, dir noch den Papageien zu fangen. Und ich hatte es auch so geplant, dass du aufwachst und deinen Papageien findest. Ja, und ich hab den gesehen, weißt du, ich bin aufgewacht und dachte mir so, hä? Was sitzt denn da? Hat jemand seinen vergessen vielleicht, gell? Und dann lese ich so für Herbie und ich dachte so, oh. Und dann habe ich mich erstmal gefreut, jetzt habe ich aber vor lauter Schreck, wisst ihr, noch keinen Namen gefunden. Also habe ich gedacht,
Ich trage den mal ein bisschen rum und dann finde ich vielleicht noch einen. Ja, kannst du, ja, hast ja Zeit. Ja. Ja, mit der Sichel, das war so knapp, sag ich euch, ja. Ich hab's auch gesehen. Oh nein, wer fliegt denn da oben? Ist das unser? Nee, ist das meiner? Sitzt du noch auf mir drauf? Ja, du sitzt noch, sehr schön. Das ist ein Fremder. Ach, das ist deiner, Mensch. Ich habe übrigens dir einen vorne ein Gewichtssegel gemacht, weil wir waren uns beide einig, dass du auch alles immer dabei hast. Darum habe ich das mehr so auf Gewicht. Das kann man ja im Nachhinein dann noch austauschen. Wie gut ihr mich doch kennt. Ja. Ja, ja, Gewicht ist schon wichtig für mich, ne? Weil ich ganz gerne immer wirklich alles dabei habe. Ne? So, ich muss noch zwei, an der Galle noch zwei Planken setzen, bin ich auch fertig. Da muss es doch auch für die Schiffe noch eine kleine Küche geben oder sowas. Da nehmen, glaube ich, nimmt die Crew ihr Essen raus. Naja, also was ich jetzt gerade nur gefunden habe, ist diese Speisekammer, ne? Speisekammer? Wo ist denn die? Unter Kapitän oder Schiffbau? Ja, gleich, wenn du den Kapitänskill aufmachst, gleich rechts der erste Skillpunkt da. Ach, genau. Ressourcenkammer, Speisekammer, genau. Genau. Ressourcen, Schiffsressourcen, genau. Ich habe nur immer diese Truhe gesehen. Ui, jetzt standen gleich zwei hier. Also ein Thunfisch, nee, ein Wolfsbarsch und ein Rochen. Brauchen wir da irgendwas von? Nee. Ich habe vorhin Fisch drin gemacht. Ja, ich habe jetzt mal, also wir haben jetzt alles drin. Ich habe auch nochmal die roten Beeren gesammelt, wisst ihr? Jetzt mal eine Frage an euch Schiffbauer. Um Wände setzen zu können als Aufbau für die Aufbauten, muss ich vorher eine Struktur setzen oder snappen die auch so auf dem? Die snappen so. Die snappen so. Mhm. Gut, alles klar. Hobby zieht die Fische gerade magisch an. Irgendwas stimmt nicht. Die stranden hier alle. Ich freue mich aufs Wasser. Was meinst du mit Wasser? Naja, auf unsere Boote, auf unsere Schiffe. Ehrlich, ja, das haben wir schon gemerkt. Wisst ihr? Wird mal wieder Zeit, Mensch. Wir waren so lange an Land jetzt hier. Ja, haben so gebaut da hinten, wisst ihr? Harry, wir haben eine ganze Burg gebaut, hast du gesehen? Hinten, wo die Elefanten drin sind, meinst du? Ja, da kannst du jetzt. Ja. Da kannst du jetzt oben deinen Garten pflanzen, wisst ihr? Oben auf dem Dach. Da habe ich schon angefangen. So weit oben war ich noch gar nicht. Du hast mein. Nee, guck, mach ich aber gleich mal. Ja, das müsste machen. Da gibt's sogar eine Seilbahn bis runter. Das Seil habe ich ja gesehen. Auch die beiden Ankerpunkte, aber dass ihr da oben auf dem Dach den Garten Eden anpflanzt, das habe ich noch nie gesehen. Ja, und du hast ein kuschliches Bett und du hast einen Harry-Schrank, wisst ihr? Hat an alles gedacht, ja. Na, der 300 hat auch einen Schrank und der Nene auch. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um nach oben zu kommen. Ja, nicht verzweifeln, wenn du nicht gleich findest. Sag mal, Herbie, hast du da auch schon Hühner wieder drin? In dem Hühnerstall? Ja. Ja, ich habe unter dramatischen Umständen meine zwei Hühner von der Eisinsel rübergeholt. Von den Bergen. Ah. Ja, aber leider nicht von der Löwenbändiger Bucht. Da habe ich sie noch nicht. Weil mein Boot dann untergegangen wäre, die Fischschuppe, wisst ihr? Also sind das altbekannte Hühner. Ja. Ich habe halt gedacht, die können da alle zusammen sein, wisst ihr? Naja. Da sitzen die nicht unten bei den großen Tieren so rum, hab ich gedacht, wisst ihr? Und dann ist man genervt, weil die ganze Zeit am Weg stehen und so. Ja, die kommen ja auch an den Futtertrog dran. Ich hab oben auch einen. Okay. Hast du hier einen kleinen Aufzug gebaut? Ich hab was getestet. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reinschauen, wie das funktioniert und so.
Aber da brauche ich noch ein bisschen Zeugs, wisst ihr, um das zu bauen. Wie wird er denn angetrieben eigentlich? Ja, da bin ich noch nicht so weit. Also mit Strom. Ich kann irgendwas mit Strom bauen, aber so weit war ich. Ah, okay. Ich habe so einen Stromschalter mal gesehen, genau. Ja, genau. Deswegen habe ich ja die Edelsteine geholt und die Kristalle. Soll ich den Stromschalter bauen für dich? Also du kannst das... Ja, das mache ich ein andermal. Du kümmerst dich erstmal um dein Schiffchen. Okay. Und der Harry auch um seins. Und dann... Ja, die Wasserrutsche... Ja, Harry kann's sehen, ne? Aber der Herbie, der wird sich mit der Wasserrutsche noch beweisen, ist ja... Geisterschiff versenkt. Wenn nachher die alle so in so einem Hafen oder in so einer Bucht liegen, die Schiffe, das finde ich immer so schön. Ja, gell, da kriegt das schon Urlaubsflair. Das hat was. Ja. Und Harry, was sagst du jetzt, hä? Ja, wenn ich oben angekommen, jetzt bin ich gerade runtergefallen. Einmal zu doll gesprungen. Also das Ganze nochmal von vorne. Ja, ich hab dich gerade fallen sehen. Ja, so oben war ich schon mal. Zumindest hast du jetzt den Weg hinaufgefunden. Genau. Ja, ich glaube, der Herbie hat sich beim Kanonenmachen jetzt voll eingearbeitet. Soll ich dir noch ein bisschen Metall bringen? Hast du noch so viel übrig? Ja, ich habe hier genug. Okay, ja, ich kann Metall gebrauchen. Ich bring dir was. Kann ja auch gut tragen. Ich glaube über 500. Okay. Ich brauche was zu trinken. Und Harry, was sagst du jetzt? Er ist immer noch nicht oben. Das ist hochinteressant da. Wisst ihr, wenn Kriegszeiten oder so, ja dann... braucht der Harry eine Stunde, bis er oben angekommen ist an den Kanonen. Naja. Oder Harry bewundert jetzt den Hühnerstall. Die Rohrkonstruktion oben auf dem Dach, die ist ja mal richtig klasse. Okay, das ist nett. Dankeschön. Ja, Leute, schaut mal. Das Boot nimmt hier ganz schön Gestalt an, hä? So. Wahnsinn. Wie komme ich denn jetzt da hoch zu deinem ersten... Okay. Ja, ich weiß schon. Ich mach das. So. Ziemlich hoch. Ja. Sehr schön. Kann ich... Ich will da hin. Kann ich... Kann man eigentlich schwingen mit dem Ding? Nicht wirklich, ja? Lass mich oben... Ja. Ja, wunderbar. Mit dem kannst du schwingen, ja. Wie denn? Weiß ich jetzt gerade. Ich habe das oben, als ich die Platten da gesetzt habe am Haus. Da konnte ich ein bisschen schwingen. Okay. Oder zumindest ein bisschen nach vorne und nach hinten. Okay. Na gut. Okay, also zwei Leiterteile hängen schon mal dran. Okay. Sonntag muss ich aufs Wasser. Okay. Na, das kriegt man hin.